So, und da sind wir wieder bei Let's Play Zelda Ocarina of Time. Und wir haben im letzten Part den Feuertempel geschafft. Und ich hatte ja gesagt, wir holen uns hier jetzt noch ein paar Herzteile. Ich glaube, es war doch nur eins. Dafür können wir aber noch zur großen Fee. Die ist nämlich auch hier. Und das war anscheinend zu kurz. Ja. Scheiß Enterhaken. Oder besser gesagt, Fanghaken. Noch ist es ja nicht der Enterhaken. Nee, noch ist er das nicht. Den bekommen wir nämlich erst in einem der nächsten Tempel. Mehr sage ich mal nicht. Und wir müssen allerdings jetzt hier, glaube ich, rein. War das hier? Ja, ich glaube schon. So, hier können wir die Dinger jetzt nämlich kaputt machen. Entweder wir kommen jetzt nach Goronia oder wir kommen zur großen Fee. Sehr schön, da wollte ich hin. Hallo, große Fee. Nö, 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 nö. Ocarina of Time. Ich glaube, unsere erste große Fee, seitdem wir erwachsen sind. Jetzt können wir also, nun ja, vielleicht auch ein paar andere Sachen mit der lieben Fee tun. Wer weiß. Weil jetzt sind wir ja nicht mehr ihr Kleiner eigentlich. Ich bin hässlich und grün. Oh, sie scheint neue Brüste bekommen zu haben. Ah, ne, doch nicht. Sie sind immer noch genauso groß. Hallo, mein süßer Mario. Ich bin die Fee der Weisheit. Ich werde deine magische Kraft erhöhen. Sei bereit, es zu empfangen. Ganz grün. Ja, beträufle mich mit deiner Kraft, große Fee. Oh, die benebelt mich ja ganz. Seht mal. Link ist so. Oh, mir schwindelig. Oh, also diese Nahansicht gerade von der Fee war unglaublich sexy. Deine magische Kraft wurde erhöht. Deine magischen Kräfte wurden verstärkt. Du hast nur eine doppelte magische Leiste. Sie ist doppelt so groß. Bist du vom Kampf erschöpft, besuche mich. Oder besuche mich auch meinetwegen einfach so. Yay, jetzt haben wir gleich doppelt so viel Magie. Also so fühlt man sich doch schön mit so einer riesigen Leiste. Absolut. Und jetzt können wir uns hier aber noch ein Herzteil holen. Dafür machen wir das hier mal kaputt. Dann können wir da nämlich besser hinspringen. Es ginge wahrscheinlich auch irgendwie so, dass er sich dann festhält, aber... Wir wollen es mal nicht übertreiben, ne? Geh da bitte hoch, Link. Hier müsste nämlich jetzt irgendwo die Wand sein. Da hinten sehen wir auch schon ein Herzteil. Da kommen wir allerdings so noch nicht hin. Dafür brauchen wir nämlich eine Wundererbse. Und die können wir ja leider nur als Kind säen. Von daher kommen wir da leider nicht hin. Zumindest nicht nach meinem Standpunkt. Nicht nach meinem Standpunkt. Nee, das ist falsch. Nicht nach meinem Wissen. Aber man kann es auch irgendwas mit Stand sagen. Ich bin mir nicht ganz sicher gerade, muss ich sagen. Wie sagt man das denn? Doch, Standpunkt ist richtig, oder? Bin mir nicht sicher. Aber egal. Hier ist auch ein Herzteil. Und das können wir definitiv holen. Also von daher. Wie viel brauchen wir denn noch bis zum nächsten? Ein Herzteil. Sammle noch zwei Herzteile und du erhältst einen neuen Herzcontainer. Okay, also das ist ja gar nicht mal so weit. Wie ging die Melodie nochmal? Nee. Ja, wie auch immer der jetzt auf diese Idee gekommen ist, dass ich dieses Lied spielen wollte. Ich wollte das nicht. Nein, okay, dann was oben. Ja, sehr schön. Oder ist das Waldtempel? Nee, das ist Kantate des Lichts, oder? Das, ja, okay, sehr schön. Denn da möchten wir hin. Na. Na, na, da, 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 da. Da, nein. Okay, dann nicht. Könnten jetzt... Ja, komm, wir holen das der Ätzteil jetzt noch mit den Wundererbsen. Denn jetzt könnten wir eigentlich schon wieder ein paar Herzteile sammeln. Vielleicht mache ich jetzt nach jedem Tempel immer so einen kleinen Part, wo wir Herzteile versuchen zu sammeln.
Damit wir halt am Ende nicht zu viel nachholen müssen. Ich muss eh noch 10.000 Skulltulas holen. Das wird eh schon anstrengend genug. Aber das ist ja. Ja, es ist auch immer so ein Ding bei 100%, ne? Ich bin eigentlich nicht so der 100% Spieler, deswegen habe ich da einfach keine klare Route, nach der ich gehe, weil ich dieses Spiel eigentlich nie wirklich zu 100% spiele. Von daher weiß ich halt gerade nicht, wie ich das am besten mache. Nee. Nee. Wie ging das nochmal? Nee. Oh, warte, ich war fast danach. Nee. Ich schaff das. Nee. Okay, warte. Ich musste gerade erstmal ein bisschen gucken, wie die klingen. Nee. Nee, nee, nee. Warte, ich hab's jetzt. Das ist es. Das ist es. Das ist der Bolero des Feuers. Ganz sicher. Ja, sehr schön. Zum Todeskrater, ja, denn wir können zwar nicht lange dort bleiben, aber es reicht, um eine Bohne zu pflanzen. Wieso diese Bohne, also ein Stückchen Stoff, ein Stückchen Pflanze, dort wirklich überleben kann und nach 7 Jahren wachsen kann, ist mir zwar ein Rätsel, denn normalerweise sollte sowas nicht funktionieren. Aber naja, es klappt und das ist ja alles, was wichtig ist, ne? So, denn es überlebt dort. Ich meine Kleidung nicht, weil ich verbrenne da kläglich, aber das kleine Stückchen Pflanze da, das schafft es. La 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 la. Warum kommt das nicht? Normalerweise kommt immer la 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 am Ende noch. Warum? 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 So, es ist die Überlegung gerade, wo wir noch eine Wundererbse hinpflanzen. Es gibt einen Kakariko, das weiß ich allerdings. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ob das überhaupt nur ansatzweise irgendwo ein Herzteil bringt. Weil eigentlich. Ja, ich bin mir nicht sicher. Bin mir tatsächlich überhaupt nicht sicher. Aber ich denke, wir werden dorthin gehen. Wir könnten auch theoretisch einmal hierhin jetzt gehen. Denn der Maskenhändler dürfte theoretisch jetzt da sein. Da könnten wir zumindest unsere erste Maske holen. Ja, da ist er, der fröhliche Maskenhändler. Ich denke, wir kennen ihn alle. Ne? Aus Majora's Mask. Hallo und willkommen beim lustigen Maskenhändler. Wir handeln mit Masken, die allen Freunden Leuten Freude bringen. Wärst du nicht auch du gerne ein Bote der Freude? Pass auf. Ich leihe dir eine Maske, du verkaufst sie und gibst mir dann das Geld. Willst du wissen, wie es funktioniert? Lies das Schild zu deiner Linken. Übrigens, wenn du alle Masken verkauft hast, wirst auch du glücklicher sein. Vertrau mir. Okay. Gut, wir können momentan nur zwei Masken holen, nämlich die Maske des Wissens, die unverkäuflich ist, und die Maske. Die Fuchsmaske. Und die möchten wir haben. Normalerweise ist die gelb. So wie ihr sich hier seht. Ihr wisst ja, meine Grafikfehler hier und da sind halt nun mal da. Finde ich leicht schade. Aber nun ja, kann man nichts gegen tun. Ist halt eben so ein Ding von der vom Texture Pack anscheinend. Und ich überlege gerade, was das hier alles sein soll. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob wir irgendwo hier noch ein Herzteil ergattern könnten. Aber ich weiß ganz genau, was wir definitiv machen werden. Ja, wir haben zum Glück eine Bombe. Denn das habe ich die ganze Zeit schon vergessen. Das wollte ich vor dem allerersten Großwerden machen. Hab's dann aber nicht gemacht. Ich denke, ihr wisst alle, wo ich jetzt gerade hingehe. Nämlich zum Schloss. Und da werden wir eine weitere große Fee entdecken. Ja. Ich liebe es, die große Fee zu sprechen. Deswegen mache ich es einfach nochmal. Link, bitte, mach was. Och, Linky Boy. Los, kletter da einfach hoch, meine Fresse. Das soll immer so anstrengend sein, muss mit dir. Mann! Oh, seht mal. Das ist mir noch nie aufgefallen, dass das so. Seht mal, so ein Drache. Das ist ja mal cool. An dieser Wand ist. Hallo, Drache! Und Navi will was da sogar. Aber ich kann es leider nicht anvisieren. Warte mal.
Kann ich hier etwa... Nee, das macht keinen Sinn. Aber es macht auch keinen Sinn, dass Navi das einfach... Hätte ja ein Easter Egg sein können, dass Navi das irgendwie, dass da auf einmal die Vogelscheuche kommt und sagt so, schöner Platz hier oben. Was eine Aussicht. Das wäre ja cool gewesen. Das hatte ich nämlich noch nicht gewusst. Aber leider nicht. Leider, leider nicht. So, und dieses komische Plätzchen hier, das ist Infacto ist gar kein Wort. Ich denke mir neue Wörter in meinen Let's Plays aus. Eine Feenquelle. Ja, eine Feenquelle ist das hier. Auch wenn ihr es mir nicht glauben wollt. Ich frage mich zwar, wie die Fee da reingekommen ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie da nicht sich durchquetschen kann. Und ich finde den Ort hier auch nicht gerade clever gewählt. Also, warum die ausgerechnet hier ist, ich weiß es nicht. Oh, ernsthaft. Aber man muss sagen, es würde sich mit einem N64-Controller leichter spielen lassen. Weil man da ja richtige C-Knöpfe hat und kein C-Stick und sich dann ständig vertut, weil er das irgendwie toll findet, wenn ich was mache und er macht, oh nee, das war unten für mich. Ja, hallo. Da bist du ja wieder. Oh, seht mal, ich stelle mich extra in der Pose von Titanic. Willst du mich auch malen? Ja, mein süßer Mario? Du weißt ja inzwischen, wer ich bin. Und ich habe einen mächtigen Zauber für dich. Bitte, nimm mich ihn. Ganz rot, wie im Puff. Fast schon leicht pervers. Peng! Ah! Da-da-da-da! Dins Feuer Inferno. Dieser Feuerball entflammt die Umgebung. Du setzt diese Magieattacke mit C ein. Allerdings musst du sie erst ausgewählt haben. Das haben wir leider vergessen zu erklären. Dins Feuer, was ein Fahrgestell, ey. Arsch, da könnte man darauf reiten. Dins Feuer Inferno kannst du nicht nur für Attacken nutzen. Du kannst damit auch manches in Brand setzen. So richtig heiß. Bist du vom Kampf erschöpft, dann besuch mich einfach wieder und wir entspannen dich. Okay, bis zum nächsten Mal. Okay, gut, das war genug Feenzauber fürs Erste, denn wir haben jetzt so ziemlich alle Feen besucht, also es wird nicht mehr viele geben. Ja gut, ein paar gibt es noch, aber die werden wir in nächster Zeit nicht sehen. Wie komme ich hier am besten wieder weg? Am besten wir wappen uns. Nee, am besten lassen wir uns einfach finden. Komm. Ja, genau, das sollte nicht passieren. Ich weiß nicht, warum er das manchmal macht. Das macht er bei Super Mario 64 auch und das ist richtig nervig. Dann meinte er einfach, ich hätte C oben gedrückt, was aber überhaupt nicht stimmt, weil ich habe nicht C oben gedrückt. Das ist eine dreiste Lüge vom Spiel. Habe ich nicht getan. So, und bam, komm runter da. Sehr schön. So, dann haben wir schon mal eine weitere Skulltula. Das ist schon mal schön. Wir müssen ja auch so ein paar sammeln, ne? Weil wir haben jetzt wie viele? Wie viele haben wir? Wie viele haben wir? Wie viele haben wir? Wie viele haben wir? Irgendwas mit 20 anscheinend. 28. Ja, das ist schon eine Menge. Es fehlt noch zwei. Dann könnte ich eventuell wieder in das Häuschen da, in das Skulltula-Haus in Kakariko. Wir gehen allerdings jetzt erstmal hier hin. Wir haben hier noch einige Minispiele offen, die wir noch nicht gemacht haben. Obwohl, kann ich das hier überhaupt schon machen? Ja, ich glaube schon. Geht ja, muss ja gehen. Okay! So. Ich hoffe einfach mal, dass es hierfür jetzt ein Puzzleteil gibt. War, ein Puzzleteil. Wo bin ich? Ja. Ich spiele in letzter Zeit auch wieder Banjo-Kazooie. Daran kann es liegen, dass ich Puzzleteil gesagt habe. Och nein. Die Steuerung ist aber gerade auch echt kacke gewesen, seltsamerweise. Ich weiß nicht, irgendwie. Ich konnte nicht mehr richtig lenken. Fick dein Arsch, du bist so scheiße. Okay, nochmal. Okay, diesmal schaffe ich's. So. Das ist echt gerade irgendwie sehr scheiße zu steuern. Und ich weiß nicht warum. Ich weiß wirklich nicht warum. Aber es ist leicht ekelerregend. Aber wir haben es so gut wie geschafft. Ich muss jetzt nur noch das hier nicht verhauen. Okay, komm.
Warum? Ich hab... Oh Mann! Oh Mann! Bitte. Klappt doch einfach. Ich will ein Herz... Oh, bitte. Ich wollte gerade schon sagen hier. Okay, jetzt kommen die beiden. So, und... So, und jetzt einfach nicht verhauen. Nach oben. So, und dann zack und zack. Und es ist mir viel zu gefährlich. Weil wir viel zu weit... Komm hier, du Fettsau! Danke! So, und jetzt kriege ich wahrscheinlich kein Herzteil, ne? Sondern ich krieg irgendeinen Scheiß. Okay, die große Munitionstasche. Das ist auch nett. Okay, dann gehen wir hier wieder raus, weil ich glaube nicht, dass es dann wieder ein Herzteil gibt noch. Wir könnten jetzt probieren... Oh, wartet mal, hier kriegt man Krabbelminen, oder? Ist das nicht so? Ich erinnere mich an die Tür hier gar nicht. Muss ich zugestehen. Hallo? Nicht schlafen auf der Arbeit. Wofür wirst du bezahlt? Schlampe. Oh, was? Hey. Oh, ein Kunde. Willkommen auf der bombigen Minenbowlingbahn. Was man hier nicht gewinnt. Ach, das bleibt zunächst mein Geheimnis. Ich verrate es erst, wenn du für ein Spiel bezahlt hast. Ein Spiel kostet 30 Rubine, willst du? Okay. Gut, dann geh einfach da hinten hin und versuch mit den Krabbelminen alles abzuballern, was dort ist. Oh, das hätte ich ja fast vergessen. Das hier kannst du gewinnen. Ach, super. Na schön. Okay, es gibt immer andere Sachen, die man hier gewinnen kann. Und wir wollen natürlich ein Herzteil haben. Oder die Krabbelminen, eins von beiden. Das war blöd, dass ich das gemacht habe, weil ich gar nicht weiß, wo ich hin muss. So, man muss immer aufpassen, weil die Krabbelminen sind sehr, sehr schwierig zu lenken. Und gerade durch manche, ich sag mal, Lenkungen, ist es gleich noch schwerer, weil man, wie ihr seht, weit daneben zielen kann, obwohl man eigentlich treffen müsste. So, das müsste gesessen haben. Ja. Okay. Ich weiß nicht, wie viel wir abballern müssen. Ich glaube, nur drei sind das insgesamt. Ja, ich glaube, es sind nur drei. Und das sieht ziemlich einfach aus. Obwohl man gucken muss, weil dieser Hahn, den darf man halt nicht treffen. Daher muss man schauen, dass man immer dann da langläuft, wenn der Hahn halt gerade nicht da ist. Und trotzdem allerdings sofort abballern. Geh da bitte weg! Trotzdem so, dass es halt noch passt. Und ah, es passt! Sehr schön! Okay, wir haben gewonnen, aber leider nur einen violetten Rubin, von daher ist es nicht unbedingt etwas zum Feiern. Yay, das wollten wir nicht haben. Aber wenigstens haben wir wieder Kohle. Ich meine, Kohle kann man auch immer gebrauchen. Was gewinnen wir jetzt? Krabbelminen, das ist schön, die möchte ich haben. Auch wenn das jetzt daneben geht, ne? So, es kommen aber immer andere eigentlich. Also das erste ist, glaube ich, immer gleich. Okay, das ist auch gleich. Das ist ein bisschen langweilig gerade. Das hat nicht getroffen. Das ist erst recht nicht. Ach, Linky Boy. Bitte. Okay, das zählt. Sehr schön. So, ich glaube, die dritte kann sich zwischenzeitlich ändern. Vielleicht sehen wir jetzt was anderes. Nee, schon wieder genau dasselbe. Ich verliere langsam den Glauben, dass es sich wirklich ändern kann. Bitte geh da nicht hin. Ach, du Fettsau! Geh weg da! Geh weg, geh weg, geh weg! Hühnchen! Ist das jetzt für immer verbrannt? Kann das sein? Nee, okay. So, und jetzt. Okay, 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 okay. Ach, du bist doch ein verficktes Scheißvieh. Okay, wir haben nur noch eine Chance. Nur noch eine einzige. Und das muss jetzt einfach sitzen. Bleib doch da weg! Nein, warum denn? Oh, ein Herzteil. Okay, vielleicht wollten wir die Krabbelminen nicht, weil jetzt ein Herzteil kommt. Oh Mann. Okay, diesmal müssen wir es schaffen. Oh, seht mal. Diesmal was anderes. Und das ist sowas ziemlich leicht. Guck mal. Wenn das dumme Huhn da nicht wäre. Okay, es geht aber auch so. Man kann auch irgendwie so daran kommen. Ich bin mir bloß halt nie sicher, wie man das werfen muss. Deswegen machen wir es lieber geradeaus. Und diesmal scheint das auch zu klappen, außer das 100 Blitzgeschwindigkeiten schafft es auf einmal bis in die Mitte. Okay, und jetzt haben wir 6 Würfe, um das letzte zu schaffen.
Das letzte ist wieder das hier, okay. Wir werfen einfach mal und hoffen, dass er nach links geht. Komm. Du fettes Stück Scheiße. Du fettes Stück Scheiße. Du fettes Stück Scheiße. Ich hasse dein Leben so sehr. Du bist Scheiße. Du bist ein kleines Scheißhuhn. Du bist Scheiße. Jetzt geh doch da einfach mal weg. Ich hasse dich. Du bist ein kleines Huhn. Du sollst endlich weggehen. Los, beweg dich. So, jetzt. Jetzt. Ich geh weg. Ich will das Herzteil doch so sehr. Bitte. Bleib bitte da. Du Fettsau. Ich wollte gerade schon sagen. Okay, wir haben das Herzteil bekommen. Die Krabbelminen sind mir egal. Herzteil? Ach, ich wollte gerade schon sagen, also wenn das jetzt nicht da gewesen wäre, dann wäre aber Ende hier gewesen. Willst du nochmal spielen? Nein. So, das reicht mir erstmal. Krabbelminen brauchen wir fürs Erste noch nicht. Und die kriegt man später auch so. Die muss man nicht unbedingt hier sammeln. Ich frage mich gerade, ob man hier hoch kann. Ich glaube, nee. Doch, kann man? Was ist denn da oben? Ich glaube, hier ist aber nichts, oder? Ist hier eine Truhe? Kann das sein? Nee. Ach, seht man hier oben, kann man langlaufen. Ist hier dann noch was Interessantes? Außer hier dieser Typ. Hi. Hallo. Ohohoho, es ist komisch, dass Gerudos hier eingedrungen sind. Das kommt mir seltsam vor. Ja, das würde mir auch sehr seltsam vorkommen. Vor allem Gerudos kannst du einfach nicht trauen. Vor allem nicht den Grünen. Rothaarigen. Obwohl, die sind alle rothaarig, ne? Heißt ja schon alles. Oh nein, natürlich nicht. Wir könnten theoretisch nach Kokiri gehen. Ich bin mir sicher, da gab es auf jeden Fall noch ein Herzteil. Allerdings ist mir das zu weit weg. Von daher werden wir jetzt dorthin gehen und dort noch die Pflanze pflanzen und uns dann wieder zurückbeamen. Und ich denke, dann haben wir auch genug für den Part geschafft. Und da kriegen wir sogar schon ein neues Herz-Container-Ding, weil uns fehlt nur noch ein Herzteil. Das kriegen wir ja schon alleine daher, dass wir zum Feuertempel gehen und dort auf der Bohne rumschweben. Von daher ist das uns schon mal sicher. Dann haben wir 12 Herz-Container. Das ist schon ziemlich viel. Weil es fehlen ja noch 1, 2, 3 Herz-Container, die wir auf jeden Fall so bekommen. Definitiv. Im Laufe der Story. Das ist 3. Ja, es sind 3. Ja, es sind 3. Und von daher haben wir da echt noch... Ja, wir haben eigentlich schon relativ viel gesammelt. Da fehlen ja nur noch 5. Na gut, das sind noch 20 Herzteile. Okay, nee, gar nicht. Doch, sind es. Ist vielleicht doch noch ein bisschen mehr als gedacht, aber... Es kommt trotzdem so vor, als hätten wir mega viel schon. Und was habe ich mir auch irgendwo verrechnet. Nee, es sind 20 Herzteile noch, die wir sammeln müssen, glaube ich, ja. Aber egal. Ich glaube, wir sind trotzdem relativ gut. Wir kommen relativ gut voran. Wir sind jetzt in Part 30. Müsste das hier sein. Oder? Ach, seht mal, hier haben wir schon eine gepflanzt. Und dann sind wir da auch schon mal hochgegangen mit Link. Warum sagt mir das keiner? Und was ist das für ein Häuschen da? Was ist das für ein Häuschen? Kriegt man da was geschenkt? Hallo? Es ist jetzt 21 Uhr und halte ich mit dem Geist von der Toten und komme später wieder. Was? Bla bla bla. Okay. Okay. Gut, dann werden wir jetzt zur Dingsbums-Dings gehen. Und uns wieder erwachsen machen und uns in das Herzteil abholen, weil dann müssen wir... Nach Kokiri gehen wir dann irgendwann anders. Vielleicht nach dem nächsten Tempel. Wie gesagt, wir machen das jetzt nach jedem Tempel. Gibt es dann mal einen Part, wo wir mehr oder weniger viel sammeln. Wir haben hier jetzt ja auch... Ja gut, wir haben 2 Herzteile und 2 Feen. Das ist gar nicht mal so wenig. Ich bin mir nicht sicher, wie lange der Part hier jetzt schon geht. Ich glaube schon etwas länger. Ich probiere momentan auch wieder eine neue Aufnahmemethode aus, die mir... Ich glaube, qualitätsmäßig nicht so sehr gefallen wird. Also es tut mir jetzt in diesem Punkt leid, dass die Qualität eventuell nicht ganz so gut ist wie in den letzten Parts. Ich habe es getestet und eigentlich geht es. Allerdings bin ich mir halt nie so sicher, weil manchmal erkennt man selber ja nicht wirklich, ob das jetzt wirklich gut ist oder nicht. Ich glaube, es ändert sich nicht gerade viel. Ich bin mir aber bei schnellen Bewegungen nicht ganz sicher, ob man das jetzt, ob Leute mit guten Augen das eventuell mehr erkennen. Und
Hat Link da gerade geschwitzt? Habt ihr es gesehen um sein Gesicht rum? Da kam so weißes Zeug. Na gut, ich möchte lieber nicht näher drauf eingehen. Nee, wie ging das nochmal? Nee, unten. Ha, habe ich es doch wieder. Siehst du, sobald man sie erstmal einmal wieder gespielt hat, sitzen sie wieder im Kopf und man weiß, wie sie funktioniert. Das, meine Lieben, können nur gute Spiele, dass einem sofort wieder alles einfällt. Selbst solche längeren Kombinationen von 6-7 Noten, die einem einfach im Gedächtnis bleiben, irgendwo zumindest, auch wenn sie hier und da vielleicht mal ganz kurz weg sind. So ganz weg sind sie nie. So, jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, auf welchen Krater wir springen. Okay, auf den müssen wir. So, wir stehen mitten in dieser Rauchwolke. Das scheint nicht gut für unsere Lungen zu sein. Aber jetzt haben wir einen weiteren Herzcontainer. Und ja, damit sage ich, wir rauchen hier noch ein bisschen passiv oder fast, ne, fast schon aktiv hier, wenn man sich das so anguckt. Und sehen uns dann. Tust du den bitte weg, Link? Das auch? Ja? Okay. Na, wie möchtest du mitmachen? Nein? Okay. Doch, möchte sie. Sehen wir uns im nächsten Part wieder. Von daher bis zum nächsten Mal. Bye bye. Tschüss.